Hey Leute, Kev wieder am Start mit einem neuen Video vom Train Simulator 2018. Wir sind heute auf der Strecke Koblenz-Trier, das Ganze mit der Baureihe 189 der Expert Line von Virtual Railworks und dem Baukran von 3D-Zug. Dementsprechend spielen wir jetzt hier auch eine Aufgabe von 3D-Zug und ja, ich würde sagen, ich melde mich später nochmal. Hier die Fahrdienstleitung an 91371, bitte kommen. 91371 hört. Kleine Planänderung. Es hat sich herausgestellt, dass wir auf der Baustelle in Wittlich heute den Kran doch sehr gut gebrauchen könnten. Also fährst du jetzt nicht bis Koblenz durch, sondern erstmal nach Wittlich. Und nach diesem Einsatz erst geht es weiter nach Koblenz. Vor dir fährt die Regionalbahn 12171 mit Halt in... Ich schau mal gerade... mit Halt an jeder Station. Gute Fahrt. Der Schnee ist ja schon geschmolzen. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zum weiteren Video vom Train Simulator 2018. Wie gesagt, wir sind mit der Baureihe 189 unterwegs, der Expert Line von Virtual Railworks und dem Baukran von 3D-Zug. Und ja, wir müssen heute mit diesem Baukran nach Wittlich fahren. Dort befindet sich eine Baustelle, wo dieser Kran benötigt wird. Und ja, deswegen machen wir uns gleich auf den Weg. Und ich würde sagen, dann rüsten wir die Lok auch schon auf. Sie war eingeschaltet. Und ja, wir fahren heute nur mit SIFA und aber nicht mit PCB, da ich momentan mit PCB meine Probleme habe. Und ja, mal gucken. Genau, SIFA eingeschaltet, Regnungswender nach vorne noch und dann kann es jetzt auch gleich losgehen. Da ist die Regionalbahn, die jetzt vor uns fährt, hat man ja eben auch im Funkkontakt gehört mit der Fahrdienstleitung. Diese Regionalbahn wird überall halten und deswegen glaube ich, dass wir auch das ein oder andere rote Signal vor uns sehen werden. Aber das macht die Aufgabe natürlich umso spannender und umso mehr Spaß macht es auch. Ja, wie gesagt, wir fahren heute ohne PCB, da habe ich so meine Probleme mit, muss ich ganz klar sagen. Gerade weil wir auch hier eine Expertline fahren und der Name sagt es ja schon, Expertline, eine Lok für Experten. Und ich bin leider, was die PCB angeht, nicht so der Experte. Aber darauf kann ich ja später nochmal eingehen und ja, dann würde ich sagen, können wir gleich losfahren. Dann schauen wir mal. So, da kommt uns noch ein Güterzug entgegen, so wie es aussieht. Regionalbahn ist natürlich jetzt schon weg. Wir können uns ja nochmal den Zug gleich von außen angucken. Da haben wir, dann können wir jetzt auch nochmal schnell hier... Moment, da haben wir es. Das Licht anmachen, dann sieht das noch viel, viel geiler aus. Finde ich persönlich auch ganz cool. Eine schwarze Dispo-Lok und der gelbe Kranzug, Bauzug, passt auf jeden Fall sehr gut zusammen, wie ich finde, von den Farbgebungen her. Und genau. Ist übrigens auch, glaube ich, eine Baureihe 189 da vorne von der DB mit Holz oder Baumstämmen. Ja, ist ja das gleiche, aber trotzdem. So, wir können ja auch erstmal ans rote Signal ein bisschen ranfahren. Ausfahrt ist mit 40 km/h und da hat sich das Signal auch schon geändert. Beziehungsweise ist umgesprungen. Zwar noch nicht ganz, aber wir können ja das bezüglich schon mal ein bisschen vorfahren. So, wenn wir jetzt hier über dieses Signal fahren würden, also was wir auch machen, und ich jetzt mit PCB fahren würde, müsste ich auf jeden Fall die PCB drücken. Das ist, glaube ich, so. Das machen wir jetzt auch einfach mal so, auch wenn wir ohne fahren. Thank you.
Sieht natürlich sehr, sehr cool aus, ne? Muss ich ganz klar sagen. Man sieht es ja hier. Ich finde, dieser Zug ergänzt sich einfach. Schwarze Dispo-Lok und der Kranzug in Gelb. Sehr, sehr cooles Gespann auf jeden Fall. So, laut Vorsignal dürfen wir jetzt gleich 100 fahren. Deswegen blende ich das nochmal kurz ein, um nochmal sicher zu gehen. Aber das sieht gut aus. Nein, okay, wir dürfen jetzt das auf 70 beschleunigen und dann wahrscheinlich auf 100. Ja Leute, die Performance müsste gleich ein bisschen besser werden. Liegt wahrscheinlich an dem großen Bahnhof, an der Oberleitung etc. Aber da ich jetzt auch noch aufnehme, zieht das natürlich umso mehr Performance. So, laut Signal ist der nächste Streckenabschnitt ab 60, deswegen müssen wir wieder ein bisschen abbremsen. Dürfen wir gleich wieder nur 60 fahren. Gucken, was uns da so erwartet. Aber das sind halt so die Sachen, die ich von 3D-Zug echt liebe. Dieses Abbremsen mal, rotes Signal, Vorsignal mit Orange, nicht nur immer ein grünes Signal. Das ist auf jeden Fall echt, was ich schätze. Dieses abwechslungsreiche, ja, Fahren, sage ich mal. Auch wenn die Aufgaben bei 3D-Zug Geld kosten. Leute, das Geld ist es auf jeden Fall wert. Alleine schon der Funkkontakt mit der Fahrdienstleitung. Hier noch eine Regionalbahn an uns vorbeigefahren zum Beispiel. Auch sehr, sehr cool. Ja, wir dürfen momentan nur 60 fahren, habe ich ja eben gesagt, deswegen haben wir ja auch abgebremst, deswegen beschleunige ich da jetzt auch nicht noch, ich glaube jetzt geht es hier noch ein bisschen bergab, da wollen wir jetzt auch nicht mehr beschleunigen. Auch bei dem Signal hätte ich PCB drücken müssen, glaube ich. Können wir ja nochmal eine schöne Kamera mit Fahrt machen hier. Finde ich persönlich ganz cool hier, die Strecke. Alleine schon wegen dem Gras und so sieht das richtig geil aus, muss ich ganz klar sagen. So, einmal hier das Gedöns weg. Und dann können wir uns mal hier die Lok von außen angucken. Das ist einfach ein geiles Gespann, muss ich ganz klar sagen. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Sehr, sehr cooler Zug auf jeden Fall. Auch hier wieder Vorsignal. Nächstes Signal wird wahrscheinlich rot sein. Auch hier wieder PZB. Mein Fehler, ich muss abbremsen. Weil wir dürfen hier über die Weichenanlage nur mit 40 fahren.
Jetzt muss ich natürlich aufpassen, wir dürfen gleich nur noch. Beziehungsweise wir kriegen gleich ein rotes Signal, deswegen darf ich jetzt hier nicht so viel Zeit verbringen. Ja, da haben wir schon ein rotes Signal. Deswegen werde ich mal prüfen, ob wir eine Streckenfreigabe bekommen. Genehmigung erteilt. Das heißt, Befehl 40, PZB müsste ich jetzt zum Beispiel auch drücken mit Befehl. Ich weiß nicht, ob ich da nur 25 fahren darf oder 40. Ja, wie gesagt, ich fahre gerade ohne PZB, aber ich mache es einfach trotzdem aus Gewohnheit. Oh, sehr, sehr cooles Gespann, Leute. Guckt euch das mal bitte an, wie geil das aussieht. Jetzt dürfen wir mal wieder ein bisschen beschleunigen. 80 km/h Höchstgeschwindigkeit momentan. Ja, und von der Grafik her die Strecke natürlich sehr, sehr cool. Die gefällt mir einfach übertrieben. Eine der besten Strecken auf jeden Fall für mich. Was die Grafik angeht. Moin, Kollege. Ja, ich bin echt gespannt, was uns da an der Baustelle erwartet. Signal sagt grün. Schauen wir mal. Ja, wir werden hier gerade ein bisschen runtergebremst. Wahrscheinlich aufgrund der Neigung. Ja, hier haben wir schon ein Signal. Rotes Signal. Gucken, ob es noch grün wird oder ob wir da irgendwie was drücken müssen. Ich weiß es nicht. Verweigert. Alles klar, jetzt haben wir grün. Auch nicht schlecht. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich immer so weitergehen, weil wir halt eine Regionalbahn vor uns haben. Ja, da muss die schon echt in die Eisen gehen.
Ja, kein Wunder. Da kommt uns wieder der Talent entgegen. Wieder hier Signal, Vorsignal. Wahrscheinlich das nächste wieder rot. Diesmal gehen wir ein bisschen früher in die Eisen, dass wir hier wieder so eine radikale Bremsung reinkriegen. Signal wieder rot. Jetzt nicht mehr. Auch nicht schlecht. Ja, wo sind wir hier mit der Kamera gelandet? Ah, alles klar. Da sind wir. Okay. Das gibt's doch nicht, ey. Immer wenn ich abbremse, springt das Signal um. Auch hier schöne Neigung. Sehr cool.
verweigert. Wenn das jetzt schon wieder umspringt. Ist es umgesprungen? Ich sehe es jetzt gar nicht mehr. Nee. Ja, Störung, weil ich Vollbremsung reingehauen habe. Das gibt's doch nicht, ey. Die ganze Zeit springt es um, während ich fahre. Und dann denkst du, es springt um, dann springt's nicht um. Wie weit haben wir es denn allgemein noch? Können wir ja mal kurz gucken. Ich glaube, das war F1. Alles klar, das sind noch fast 10 Kilometer. Das sind noch 20 Kilometer. Signal ist umgesprungen, dann können wir jetzt auch weiterfahren. Ja, aber das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich so halt liebe an 3D-Zug. Ne? Ich habe es ja bereits schon eben am Anfang gesagt. Es ist viel, viel cooler, sowas öfters zu haben, anzuhalten, als wie die ganze Zeit nur durchzufahren. Finde ich jetzt persönlich. Macht mir umso mehr Spaß. Haben wir hier mal eine grüne Linie. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Aber mehr als 100 dürfen wir gar nicht fahren mit dem Zug. So, hoffen wir mal, dass das jetzt hier grün ist. In der Ecke gleich. Auch das ist grün. Sehr gut. Das Hauptsignal sowieso, sehr schön. Aber das danach ist nicht mehr grün. Das gibt's doch nicht, ne? Oh, nee, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier rüber müssen, deswegen bremse ich jetzt mal ab. Sieht so aus.
Gut, da habe ich auch mal falsch gelegen, auch nicht schlecht. So, verweigert, das heißt, es soll so sein. Stehen wir hier wieder mit unserer Lok. Können wir hier nochmal ein Foto machen? Cooler Zug auf jeden Fall, gefällt mir. Gucken, wie lange wir diesmal hier stehen. Ich meine, allzu weit haben wir es jetzt auch nicht mehr, ne? Ich muss, kann ja mal wieder gucken. 6 Kilometer bis da. Und an sich noch 15 Kilometer. Sehr schön, jetzt können wir wieder weiterfahren. Ja, das ist halt das Problem, ne? Die Regionalbahn, die vor uns ist. Da können wir nicht einfach durchfahren. Ist auf jeden Fall einer der besten Szenarien, die ich, einer der besten, die ich bisher gespielt habe. So wollte ich es formulieren, sorry. Ja, ich weiß nicht, warum ich immer eine Störung reinkriege. Kann ich mir nicht erklären. Schneller als 100 dürfen wir sowieso nicht fahren. Talent 2. Würde auch interessieren, welche Tasten ich zur Bremse nehmen kann. Also ich fahre jetzt eigentlich nur mit Tastatur. Weiß, wie ich vorwärts fahre, den Fahrstufenregler vor- und zurückstelle, aber nicht bremse.
Kollegen an der Baustelle warten wahrscheinlich schon sehnsüchtig nach unserem Kran hier. Ich glaub das nicht, ey. Nee, ernsthaft. Kann ich mir nicht vorstellen, echt. Kaum bin ich hier in der Nähe. Direkt grünes Signal, ne? Ist. Machen wir noch. Ah, nur noch 110 Geschwindigkeit. Oh, meine 151 mit Transwaggons. Gucken, was uns da erwartet auf der Baustelle, wie das da aussieht. Würde mich schon echt interessieren. Der Streckenabschnitt nur noch 100. Dürfte jetzt sein, genau, und dann wieder 130. Gerade jetzt hier auch noch mit dem Sonnenuntergang sieht das von der Grafik her noch viel, viel cooler aus.
Und mittlerweile läuft es auch wesentlich flüssiger, seitdem wir aus dem Anfangsbahnhof raus sind. Ich habe mir sogar extra hier die Expertline dazu gekauft für 20 Euro, damit ich dieses Szenario spielen kann. Es geht zwar auch ohne, aber ich wollte sie unbedingt haben. Und wenn, dann dachte ich mir, komm schon, gebe ich nochmal 20 Euro extra aus. Die Aufgabe kostet übrigens 10 Euro mit 3 weiteren Aufgaben, die ich eventuell auch nochmal zeigen werde. Und benötigt wird auf jeden Fall das Güterwagenpack von 3D-Zug, der Talent 2, die Strecke Koblenz-Trier, ja, und hier die Expertline von Virtual Railworks. Werde ich natürlich alles verlinken. Alles unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne runterladen. So, in 4 Kilometern haben wir die Baustelle erreicht. Fahrdienstleitung an 9137-1, bitte kommen. 9137-1 hört. Ich leite dich gleich in den Baustellenbereich. Bitte dort mit höchstens 20 km/h einfahren und mit einem Achtungspfiff die Einfahrt signalisieren. Alles klar. Und wo soll ich da halten? Sollst, werden dir die Kollegen vor Ort zeigen. Die Aufenthaltsdauer wird zwischen 45 und 60 Minuten sein. Zumindest meint das der Baustellenleiter. Naja, schauen wir mal. Denk an die Helmpflicht im Baustellenbereich, falls du den Führerstand verlässt. Und natürlich die Warnweste. Die schützt vor alles und jedem. Die habe ich immer mit. Vor allem für den Fall, dass Karl Jürgen mal irgendwo auftaucht. Hat man ja gerade gesehen, hier die 30er-Lampe. Sehr, sehr cool. Daran siehst du schon, dass du jetzt hier gerade in eine Baustelle gleich eintriffst. Ach, schade, leider ein bisschen verzogen, aber geht schon. Leute, warum sagt die ganze Zeit Störung? Was mache ich denn falsch? Ja, schade, dass das Szenario so schnell vorbei ist. Eines der besten Szenarios, die ich auf jeden Fall gespielt habe. Problem ist, ich weiß nicht, wo die Baustelle ist, weil er meinte ja, ich muss mit 30 reinfahren, deswegen bin ich da jetzt auch ein bisschen, ja, vorsichtig beim Fahren. Kein Bock jetzt hier die letzten Meter einen Fehler zu machen. Oh, sehr, sehr coole Grafik und die Lok und an sich das Gespann, mega cool. Gut, würde ich sagen, konzentrieren wir uns wieder auf die restliche Aufgabe. 30 fahren wir. Zugbeeinfluss. Kann doch nicht sein. So, da haben wir weitere Baustellenschilder. Nur noch 20 gleich. Wie weit haben wir es noch? Alles klar. Da haben wir schon Baustelle.
Da sind sie schon am Arbeiten mit dem Bagger. Ja, die sind hier auf jeden Fall ordentlich am Bauen. Boah, passt aber gerade so hier. Wittlich, Bahnhof eingetroffen. Hier haben wir noch ein paar Gleise an der Baustelle. Sorry, habt ihr nicht gesehen, Kollege, ich bremse schon. Sehr, sehr cooles Szenario, Leute. Wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Foto bitte. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Komm schon, ich will noch ein paar Fotos machen hier. Gut gemacht. Szenario beendet. Baggerarbeiten sind hier noch voll im Gange. Auch die Schiene hier noch. Die neuen, die werden wir wahrscheinlich hier noch gebrauchen. Cool. Auf jeden Fall. Gut, Leute, wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir haben alles erfolgreich abgearbeitet. Ich kann euch das Szenario nur empfehlen. Mit drei weiteren. Unten in der Videobeschreibung ist der Link, könnt ihr euch gerne kaufen. Und ja, beachtet aber auch die anderen Objekte, die noch dazu gekauft werden müssen. Oder wenn ihr sie schon habt, ist auch nicht schlecht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ich fand es persönlich ganz, ganz cool. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Macht's gut, haut rein. Euer Kev.